Shalom, liebe Geschwister, ich möchte euch begrüßen in den Namen des Herrn. Es ist gut und schön, dass wir wieder einmal mehr zusammengekommen sind zur Ehre Jesus Christus. Wir wollen unseren Gott loben, preisen und Ehre bringen. Lasst uns zum Anfang erstmal ein Lied hören, damit wir in die Haltung und die richtige Haltung vor unseren Gott kommen. Amen. Das Lied heißt, denkst du noch an mich? Und jetzt sing ich Tag für Tag.
Amen, preis den Herrn. Ja, Geschwister, ich möchte euch einfach nochmal zum Anfang begrüßen. Und ich freue mich, dass ich mit euch Gemeinschaft haben darf. Wisst ihr, bei Gott spielt nicht die Rolle, wie viele wir sind. Für ihn ist viel wichtiger, dass Menschen da sind, und wenn es auch nur ein einziger wäre, der wahrhaftig sein Herz aufmacht und glaubt, dass Gott da ist. Und auch wir wollen jetzt einfach glauben, dass unser Herr da ist, wo zwei und drei sind. Wir wollen unser Herz aufmachen und wollen unsere Sorgen ausblenden. Wollen uns auf das Wort Gottes konzentrieren und wollen uns einfach freuen da drinne, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wollen uns freuen, dass wir diese Möglichkeit noch haben, hier Gemeinschaft zu haben. Oh, wir haben eine schwierige Zeit. Aber dieses konnten sie uns doch nicht nehmen. Dass Kinder Gottes sich auf diese Art und Weise halt treffen und Gemeinschaft haben. Und auch hier ist der Herr gegenwärtig. Wo der Mensch sein Herz aufmacht und den vertrauenden Glaube ihn sucht, dort ist der Herr nah. Amen. Und ich denke, bevor wir jetzt weitergehen, sollten wir zum Anfang gleich alles in Gottes Hände legen. Wir sollten gleich zum Anfang jetzt beten, damit der Herr uns führt und leitet mit seinem guten Heiligen Geist, den er uns dagelassen hat. Geschwister, betet mit. Vater, Herr, dir gebührt Lob, Preis und Ehre. Du bist unser König, unser Gott, unser Heiland. Du bist der Siegesheld von Golgatha. Ja, und ich will sagen und es ausrufen, Herr, damit es jeder hören soll. Dir ist keiner gleich. Du bist voller Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Du bist voller Güte, Stärke und Weisheit. Du bist der Allerhöchste. Und du bist ein Gott der Liebe. Du liebst deine Kinder. Du liebst jeden Menschen. Und darum freust du dich, dass wir hier sind und dich aufsuchen. So möchte ich dir jetzt deinen Gottesdienst übergeben, Herr, und möchte bitten, Herr, für die Menschen, die jetzt zuhören und auch in Zukunft zuhören werden, lass sie verstehen, dass es deine Worte sind. Lass sie verstehen, dass es dein Anliegen ist, sie zu erreichen. Du willst, dass die Menschheit gerettet wird. Darum, Herr, bitte ich dich, führe und leite mich, auf dass die Menschen erkennen, Herr, dass du lebst. Und auf dass Geschwister, die jetzt zuhören, neu erbaut werden und neue Kraft bekommen. Lass wenigstens ein Wort bei sein, Herr, das ihnen ins Herz geht. Ja, Herr, ein Wort, was ihnen ins Herz geht. Das genügt uns, Herr. So danken wir dir, Herr, dass du da bist. Und wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist. In den Namen, den der Vater uns gegeben hat, Jesus Christus von Nazareth. Hab Dank, Herr. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Geschwister, lasst uns doch nochmal ein Lied hören und die Gegenwart Gottes suchen. Wie suchen wir die Gegenwart Gottes? Im Gebet. Der Herr sagt, wer mich anruft, dem will ich nahe sein. Und darum ruft er uns zu, ruft mich an. Und ich will dich erhören. Halleluja. Lass uns nochmal ein Lied hören, zur Ehre unseres Herrn. Preist den Herrn. Wer ist so wie der Herr? Keiner. Amen. Keiner ist den Herrn gleich. Nur der Herr ist gut. Unser Gott, wir wollen ihn loben, wir wollen ihn preisen. Ja, Herr. Kamatet lobere, kamatet preise bei Herrn. Ja, wir wollen dich loben und preisen. Denn wer ist wie Gott? Wer ist da? Außer der Herr. Außer der Herr. Wer ist ein Herz als unser Gott? Wer ist da? Unser Gott,
Amen, preist den Herrn. Wer ist Gott außer der Herr? Und da sage ich Amen zu. Es ist kein anderer Gott außer unser Gott. Außer der einzig wahre Gott. Wisst ihr, ich habe mir mal Gedanken gemacht und habe mich auch so ein wenig damit beschäftigt, wie viele Glaubensrichtungen es gibt, wie viele Religionen es gibt und wie viele Götzenbilder. Um es kurz zu sagen, ich glaube, es sind mehr wie 3000 Glaubensrichtungen, 9 große, vielleicht sind jetzt noch was zugekommen, aber der letzte Stand war gewesen, 9 große Weltreligionen. Ja, und an Gottheiten und Götzen gibt es mehr wie 10.000. Das ist eine geringe Zahl. Da gibt es so viele, die behaupten, sie wären Gott. Da gibt es so viel, was geschaffen ist von Menschenhand. Aber der einzig wahre Gott, der ist nicht geschaffen aus Menschenhand oder von Menschenhand. Nein, er wohnt und thront dort oben im Himmelreich. Und er sagt, ich bin, der ich bin. Es ist der Gott Abrahams, Isaac und Jakob. Er ist der wahre Gott. Halleluja. Und er hat seinen geliebten Sohn geschickt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und das ewige Leben haben. Preist den Herrn. Preist den Herrn für unverdiente Gnade. Ja, dieser Gott, er hat sich uns in den Weg gestellt. Und darüber können wir uns nur freuen. Darüber sollten wir so dankbar sein, denn eines Tages, wenn wir unsere Augen schließen oder der Herr kommt und holt uns ab, werden wir nur noch Freude empfinden. Und werden wir so dankbar sein, dass dieser Gott sich wirklich erbarmt hat und hier auf Erden kam und diesen Preis stellvertretend für uns bezahlt hat. Ja, dass er uns losgekauft hat, dass er uns erlöst hat. Das alles hat Christus getan. Und der Vater wollte es so. Der Vater wollte nicht, dass ein einziger verloren geht und sagt, wem soll ich schicken? Wer will unser Bote sein? Und wir haben dieses Bild da, ich benutze es sehr gerne öfter, weil es widerspiegelt genau das, was Christus getan hat. Jesaja hebte in diesem Moment seinen Arm und sagte, schicke mich. Und genau das hat Christus gesagt. Genau das hat Christus gesagt, unser Herr Jesus, als einst der Vater diese Frage in den Raum gestellt hat und man seine Gedanken wahrnehmen konnte. Er saß auf seinem mächtigen Thron, sagt die Bibel uns, und sein Gewand erfüllte den ganzen Raum und 2 große Engel standen hinter ihm. Und ihre Flügel waren so gewaltig, dass sie von einem Ort, von einem Ende bis zum anderen Ende gereicht haben, so sagt es uns die Bibel. Und sie sprachen immer nur diesen einen Satz. Heilig, heilig, heilig ist Gott selber Ort. Halleluja. Und dort hörte man, man kann sagen, das Grübeln des Vaters. Es sagte dort, wem soll ich schicken? Wer will unser Bote sein? Und Christus war es. Und Christus ist gekommen und hat für uns bezahlt. Ich will gehen. Und der Vater sagt, geh du. Und er sagt, ja, ich will. Und das hat er vollbracht. Er hat es für uns vollbracht. Liebe Geschwister und Freunde, liebes Herz, was das wirklich bedeutet, werden wir erst eins uns im Klaren sein, wenn wir dort oben sind. Wenn wir unser Ziel erreicht haben und seine Herrlichkeit sehen, dann werden wir froh, noch mehr froh sein und noch dankbarer sein, dass Christus das für uns vollbracht hat. Wisst ihr denn, die Bibel lasst uns sagen, dass ja, die Menschen es nicht verdient hätten. Dass wir alle schuldig geworden sind aufgrund der Sünde. Und die Bibel lasst uns sagen, so wie wir an die Erbsünde gebunden sind, gefangen davon sind,
So wie die Erbsünde durch den einen Menschen in die Welt kam, durch den Adam, wird sie durch den einen Menschen, was Christus war, aufgehoben. Ja, wir konnten nichts für, dass die Sünde in die Welt kam. Aber Christus kam und hat sie aufgehoben. Auch wenn wir dran, doch wir waren auch schuldig. Wir waren mitschuldig, das ist doch die Wahrheit. Zwar konnten wir nichts für den ersten Sündenfall, konnte ich nichts zu, du auch nicht. Trotzdem sind wir leider teilhaftig dran. Durch unsere schwache menschliche Natur, durch die Fehler und Sünden, die wir vollbracht haben, immer wieder. Durch den Ungehorsam, den wir immer wieder geleistet haben, dem wir immer wieder Folge geleistet sind, haben wir uns schuldig gemacht, automatisch vor Gott. Wir haben seine Gesetze, sein Wort, seine Gebote übertreten. Und das hat uns schuldig gemacht vor Gott. Nun, was musste der Gerichtsrichter tun? Eines Tages. Was muss er tun? Recht sprechen. Der wahrhaftig Recht sprechen darf, muss Recht sprechen eines Tages. Aber preis den Herrn. Alle, die in Christus sind, sie kommen nicht mehr ins Strafgericht, sondern das Preisgericht wartet auf uns. Danke, Jesus. Werden das doch alle nur Menschen noch verstehen, was Christus wirklich für uns getan hat. Er hat viel, viel mehr für uns getan, wie wir uns vorstellen können. Ja, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wie die Sünde durch den einen Menschen in die Welt kam, so wird sie durch den einen wieder aufgehoben. Das gilt für wem? Für alle, die das Opfer am Kreuz auf Golgatha in Anspruch nehmen. Die an den Herrn glauben, das Opfer in Anspruch nehmen und seinen Weg gehen. Die dürfen davon profitieren. Preist den Herrn. Halleluja. Ich hoffe, jetzt sagen einige Amen. Lasst uns nochmal ein Lied hören zur Ehre des Herrn. Dieses Lied heißt, dieser Tag gehört Jesus. Thank you.
Wort eben. Dein Wille soll geschehen. Preisen wir ihn. Das ist wahr. Amen, Halleluja. Preist den Namen des Herrn. Seinen Namen zu preisen, ist unser größter Gewinn. Das stimmt, das ist, da will ich auch Amen zu sagen. Warum? Weil es demonstriert, dass wir Anteil haben an seiner Gnade. Wir durften erkennen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Geschwister, liebes Herz, das ist nicht unser Verdienst gewesen. All das hat Christus uns geschenkt. Er ist uns nämlich zuerst begegnet. Er hat uns nämlich zuerst geliebt. Ja, und was wir jetzt haben und was wir jetzt glauben, ist alles sein Verdienst. Er hätte gar nicht kommen brauchen. Er hätte das nicht alles ertragen müssen. Aber er hat es doch getan. Warum? Weil er uns so unendlich viel liebt. Und es gibt so viele Menschen, die legen einfach dieses, was Christus für uns getan hat und was Christus uns bringen wollte, legen sie einfach ab. Nein, besser gesagt, sie lehnen es ab. So ist es. Noch eher, trifft es noch eher. Sie lehnen es ab, was Christus für uns getan hat. Und mit verständlichen Worten, damit es jeder mal versteht, was Christus getan hat, er hat gesagt, ich nehme eure Schuld auf mich und ich bezahle den Preis für dich, damit du Leben hast, damit du ewiges Leben hast, damit dir die Sünden vergeben sind und damit du eins bestehen kannst vor dem Vater. Damit du eins bestehen kannst und das wahre Leben in Anspruch nehmen kannst. Das hat Christus getan. Das war sein Beweggrund. Er ist gekommen, um uns frei zu kaufen. Und deshalb ist der Herr es wert. Denn das hat niemand anders getan. Niemand auf die Welt kann dieses behaupten, dass er für die ganze Menschheit stellvertretend bezahlt hat. Dass er uns freigekauft hat. Und jetzt kommt das Größte. Einer, sondern der eine, der ohne Schuld war, ohne Fehler war, ohne Lüge war, der sündenfrei war. Er hat aber das alles auf sich genommen, damit wir Leben haben in Überfluss. Und ich rede hier vom ewigen Leben. Danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Ich hoffe, es sagen viele Amen. Geschwister, ich glaube, es ist Zeit, das Wort Gottes zu hören. Ich möchte gerne mit euch beten und wir sollten dann zu dem Wort Gottes kommen. Ja, Herr, hab Dank. Hab Dank, Herr, dass du für uns bezahlt hast. Hab Dank, dass du den Preis, ja, dass dann den Preis bezahlt hast. Hab Dank, Herr, dass du das Lösegeld bezahlt hast. Hab Dank, dass du uns frei gekauft hast. Du hast uns freigekauft. Ich danke dir dafür. Herr, so möchte ich jetzt bitten, Herr, ja, für dein heiliges Wort, Herr. Gib uns Kraft, Herr. Lass ein erbauendes Wort sein für uns, Herr. Auf dass wir neue Hoffnung bekommen, Herr. Neue Kraft schöpfen können, Herr.
Ja, auf dass wir weitermachen können, Herr. Und vorbereitet sein können auf dein Kommen. Herr, so lege deine Wörter in meinen Mund und führe mich bitte mit deinem Heiligen Geist. Und die Menschen, die jetzt zuhören, öffne Herz und Verstand, damit dein Wort fallen kann in ihren Herzen auf guten Boden und Frucht bringt, Herr. Ja, Herr, darum bitte ich dich, Herr, auf dass die Menschen erkennen, Herr, dass du sie liebst und erretten willst. Hab Dank, Herr, dass dein heiliges Wort nie leer zurückkommt. In den Namen, den der Vater uns gegeben hat, Jesus Christus von Nazareth. Hab Dank, Herr. Amen. Amen. Preis den Herrn. Geschwister, das Thema, was wir heute besprechen möchten, trägt die Überschrift: Wir dürfen uns freuen. Wir haben Grund zur Freude. Das ist eigentlich die Kernbotschaft heute. Auch wenn wir ja gerade jetzt in diese schwere Zeit, wo wir jetzt sind oder leben, wo alles so trostlos ist, so hoffnungslos, so traurig ist, haben wir trotzdem Grund zur Freude. Warum haben wir Grund zur Freude? Warum können wir uns freuen? Nun, weil wir Kinder Gottes geworden sind. Wir sind Kinder Gottes geworden. An jener, der Ja gesagt hat zu Christus. An jener, der das Opfer in Anspruch genommen hat. An jener, dem das Opfer nicht gleichgültig oder egal war. Jeder, der Christus angenommen hat, wahrhaftig angenommen hat, ist ein Kind Gottes geworden. Ihm ist die Sünde vergeben und sein Name steht geschrieben im Buch des Lebens. Das ist Grund zur Freude. Das ist wahrhaftig Grund zur Freude. Oh, ich weiß, was du vielleicht denkst. Weil viele Menschen denken jetzt gerade so. Wir leben jetzt gerade in eine schwierige Zeit. Und mir geht's nicht gut, sagst du. Du bist ein Kind Gottes. Das ist mehr, als wir brauchen. Dir ist Gnade widerfahren. Das ist mehr, als wir brauchen. Du bist ein Kind Gottes geworden. Darüber freu dich. Auch wenn alles nicht rund läuft in unser Leben momentan. Auch wenn jetzt alles gegen uns arbeitet. Auch wenn eine große Traurigkeit da ist. Vielleicht auch eine große Trauer da ist. Und auch wenn viel Krankheit jetzt gerade um uns drum herum ist. So dürfen wir doch wissen, dass der Herr bei uns ist. Und das ist Grund zur Freude. Wir sind nicht alleine. Der Herr lässt uns niemals alleine. Wisst ihr was, liebe Geschwister? Das alles hier, wie es auch gerade momentan ist, wir hören von den ganzen Krankheiten. Viele von unseren Bekannten oder auch Geschwistern sind schon nach Hause zum Herrn gegangen. Auch wenn es jetzt alles schwierig ist, so ist es nicht hoffnungslos. So läuft doch nichts aus dem Ruder. Der Herr selbst hat gesagt, dieses alles muss passieren. Erschreckt nicht und hab keine Angst. Es muss so alles passieren. Es muss so alles kommen. Warum? Nun, damit der vollkommene Plan des Herrn in Erfüllung geht. Ja, es gehört alles zu Gottes Plan. Und viele Dinge werden wir nicht und können wir auch nicht verstehen. Aber diese Dinge sollten wir einfach den Allerhöchsten überlassen. Er sagt uns aber das eine, alle Dinge dienen uns zum Guten. Alle, die nach dem Ratschluss Gottes berufen sind, dienen alle Dinge zum Guten. Das heißt, egal wie schwierig es gerade in unserer Situation ist, der Herr bewirkt, dass es sich zum Guten wendet. Amen. Der Herr bewirkt, dass es sich zum Guten wendet. Ja, der Herr hat die Kontrolle nicht verloren. Nein, er führt uns durch all diese schwere Zeit. Wer will, kann Amen sagen. Das tut unser Herr. Und das ist Grund zur Freude. Es bedeutet uns klar machen, dass das Ziel immer näher rückt. Dass das Kommen des Herrn immer näher rückt. Bald ist diese ganze traurige Zeit vorbei.
Bald ist diese ganze trostlose Welt hinter uns. Bald haben wir es geschafft, Geschwister. Lasst uns festhalten an Christus. Egal, welche Umstände du gerade lebst, egal, wie schwierig deine Situation gerade ist, halte fest an Christus. Amen. In dem 34. Psalm, Vers 6 heißt es, wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Halleluja. Sein Vertrauen wird nie enttäuscht. In Christus wird unser Vertrauen nie enttäuscht. Wir werden nicht enttäuscht in Christus. Nein. Der Herr steht zu seinem Wort. Er hat gesagt, ich bin bei euch. Ich werde euch tragen. Bis ans Ende aller Zeiten. Er sagt, ich werde dich tragen, damit du dich nicht verbrennst. Ich werde dich tragen, damit du nicht ertrinkst. Ja, das will der Herr. Er will für uns da sein. Darum diese große Hoffnung, die wir haben in Christus, lass dir diese nicht stehlen. Wir wissen, dass der Feind rumhergeht und probiert zu verschlingen, wem er verschlingen kann. Er sucht, sagt die Bibel. Ja, er macht sich auf den Weg, um Kinder Gottes von dem Weg abzubringen. Lass dieses nicht zu. Und auch deine Umstände, wenn es auch gerade sehr schwierig in deinem Leben ist, lass nicht zu, dass dir die Freude geraubt wird. Du bist ein Kind des Allerhöchsten, Halleluja. Dir ist Gnade widerfahren, Halleluja. Dein Name steht geschrieben im Buch des Lebens, Halleluja. Jesus ist dein Herr, Halleluja. Und das, was er vorbereitet hat, als er gesagt hat, gehe voraus, um euch Städte zu bereiten, damit ihr dort seid, wo ich bin. Das tut er für dich, Halleluja. Für ein jenes Kind Gottes. Damit ihr dort seid, sagt er, wo ich bin. Oh, ich sehne mich nach diesem Ort. Und darum ist es wert, durch diese schwere Zeit zu gehen. Ja, jetzt ist es wert, diesen Weg mit Christus zu gehen. Amen. Weiter heißt es 1. Chronik 16, 27. Dort heißt es, Pracht gehen von ihm aus. Seine Stärke und Freude erfüllen den Ort, wo er wohnt. Halleluja. Was wird hier gesagt? Pracht gehen von ihm aus. Halleluja. Und seine Stärke und seine Freude erfüllen den Ort, wo er wohnt. Was für ein wunderbarer Ort muss dieser sein? Von was für eine Kraft ist hier die Rede? Und von was für eine Freude ist hier die Rede? Halleluja. Daran hast du Anteil, wenn du zu Jesus gehörst. Daran hast du Anteil. Darum sage ich, es ist Grund zur Freude. Wenn die Bibel hier sagt, Pracht geht von ihm aus. Herrlichkeit ist damit gemeint. Majestät ist damit gemeint. Pracht geht von ihm aus. Und seine Stärke und seine Freude erfüllen den Ort, wo er wohnt, Halleluja. Daran hast du als Kind Gottes teil. Ja, auch wenn hier alles nicht rund läuft und wenn auch dein ganzes Leben nicht so verlaufen ist, wie du es gerne möchtest. Wenn du Ja zu Christus gesagt hast, du hast du immer noch Grund zur Freude. Diese Freude, wovon die Bibel hier redet, die wird dir zuteile. Halte nur fest. Lass dir diese nicht rauben und nicht stehlen. Sei nicht undankbar. Sei nicht unzufrieden. Sondern freue dich, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Weiter heißt es, Lukas 2, Vers 10. Und dort ist die Rede und fängt so an. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Halleluja. Amen. Christus kam zur Welt. Christus hat sich unser erbarmt. Das war es, was ich am Anfang schon angesprochen habe. Dass der Herr kam, obwohl er es gar nicht hätte müssen. Kam aber doch und hat alles bezahlt. Ich habe alles bezahlt. Es ist vollbracht. Das hat Christus für uns getan, damit wir bestehen können. Damit wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Halleluja. Was für ein großes Wort. Ich habe euch große Freude zu verkündigen, denn euch ist der Heiland geboren. Und wem soll das widerfahren? Hier steht es.
allem Volk, das heißt jedem Menschen, jedes Volk soll daran teilhaben. Was musst du tun? Einzig und alleine, was du tun musst. Du musst dein Herz ihm übergeben. Ja, dein Herz. Du musst an ihn glauben. An ihn festhalten. Ihn annehmen in dein Leben. Daran hast du einen Anteil. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Weiter heißt es, Lukas 24 und der Vers 41. Aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Nochmal. Aber vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Hier ist die Rede von den Jüngern, die Jesus sehen durften, nachdem er auferstanden war, so wie das Wort Gottes es sagte. Ja, nachdem sie ihn gekreuzigt haben und er am dritten Tag auferstanden ist, damit sich die Schrift auch erfüllt, durften die Jünger ihn sehen. Und dann konnten sie ihre Augen nicht glauben. Sie konnten nicht glauben, wer dort stand, aber es war er, der Herr. Er war da und sie konnten ihr vor lauter Freude konnten sie nicht fassen, dass er vor ihnen stand. Vor lauter Freude. Halleluja. Und auch wir werden eines Tages vor lauter Freude unsere Augen nicht trauen können. Eines Tages, wenn wir den Herrn sehen, werden wir vor Freude nicht glauben können, was wir dort sehen. Aber doch, es wird alles stimmen. Wir werden, wenn wir uns dann im Klaren sind, wenn wir uns bewusst werden, es hat alles gestimmt, was das Wort Gottes gesagt hat. All das, was geschrieben steht, hat sich jetzt hier vor unseren Augen erfüllt. Dann werden wir voller Freude sein. Und diese Hoffnung, die wir jetzt haben, die sollte unsere Kraft sein. Unsere Freude heute auch, das sollte unsere Freude sein. Dass wir eins unser Herrn sehen, damit wir eins bei ihm sein können. Halte fest, halte fest. Halleluja. Weiter heißt es Johannes 16, Vers 20. Und dort heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch ihr Cannabella, jetzt kommt es. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Halleluja. Halleluja. Ja, es wird eine bessere Zeit für uns kommen. Es wird eine bessere Zeit kommen. Eine Zeit, wo nie mehr Kummer, Leid, Traurigkeit, Sorgen da sein werden. Er wird alle Tränen abwischen, sagt das Wort Gottes. Das heißt in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ich glaube, entweder ist das 20. Kapitel oder das 21. Kapitel. Dort hört man, wie ein mächtiger Engel ruft und sagt, siehe, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er selbst wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Und er wird selbst mitten unter ihnen leben. Halleluja. Und dort heißt es dann, er wird abwischen alle Tränen. Und es wird kein Leid mehr sein, kein Kummer mehr sein, kein Pein mehr sein. All das wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Halleluja. Darum spricht der Herr, sehe, ich mache alles neu. Baruch Debel. Sehe, ich mache alles neu. Halte fest an Christus, damit du in diese Herrlichkeit eingehen kannst. Lass dir den Frieden nicht rauben. Lass dir die Ruhe nicht rauben. Lass dir die Freude nicht rauben. Lass dir die Hoffnung nicht rauben.
Nein, halte fest an Christus. Freue dich, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Amen. Preist den Herrn. Weiter heißt es, Johannes 16, Vers 22. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen. Halleluja. Aber ich will euch wiedersehen. Eure Herzen soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Preist den Herrn. Habula Pikoba. Was für ein Wort sind dieses? Was für Wörter sind diese? Halleluja. Hier spricht der Herr uns von einem Wiedersehen. Hier spricht der Herr von einem Wiedersehen. Er spricht uns hier Mut zu. Hoffnung spricht er uns zu. Er sagt, ihr seid jetzt traurig. Aber eure Traurigkeit soll sich verwandeln in Freude, denn ich will euch wiedersehen. Halleluja. Es erfüllt mich mit Freude. Entschuldigung. Ich bin von Freude damit erfüllt. Ich will euch wiedersehen, sagt er. Ich will, Ibarolab. Ich will, spricht der Herr. Ich will euch wiedersehen. Und eure Freude soll euch niemand dann mehr nehmen. Halleluja. Darum wollen wir festhalten an Christus. Mekama de Rikas fest apumaru Jesus. Mekama nicht demokas mit den Schorel von ihm Bengester. Memokame nicht an der Rochel Kalester. Merika fest apumaru Jesus. Er hat uns Freude verheißen. Er hat uns eine Hoffnung verheißen. Er hat uns Leben verheißen. Und darum halten wir fest an Christus. Ich will euch wiedersehen, spricht der Herr. Amen, preist den Herrn. Preist den Herrn. Auch ein schönes Wort, das möchte ich nochmal vorlesen. Hier steht in Psalm 45, 16. Oh, die bare Verheißung, eine große Verheißung. Dort heißt, fängt es so an. Psalm 45, 16, da fängt es so an, man führt sie hin mit Freude und Jubel. Sie ziehen ein in den Königspalast. Abulapikoba. Man führt sie hin mit Freude und Jubel und sie ziehen ein in des Königspalast. Ich bin so Ich habe so eine Freude durch diese Wörter, ne? Gairakipen von die Verheißung Heuvela. Hier ist die Rede von das Zukünftige, das, was auf Kinder Gottes wartet. Die Bibel redet von einer unzählbare Schar vor den Thron Gottes. Halleluja. Und wer führt sie dorthin? Wie Engli, Krenn und Trom, Frei, Penela, Jan, Abirig, Kativeni, Chabe, von Odebel, von Obakro. Halleluja, hier machen die Engel dann den Weg frei, dass wir eine Verheißung, was zukünftig sein wird, vor wir in das Haus des Herrn eingehen, in seinen Palast, in sein Königreich. Sehen sie und sagen, macht frei den Weg, dort kommen die Kinder des Allerhöchsten. Dort sind die überwunden haben. Nicht nur die Märtyrer haben überwunden, sondern auch wir haben überwunden in dieser Welt und haben Glauben behalten. So wie Paulus es gesagt hat. So wie Paulus es gesagt hat, hat gesagt, ich habe den Lauf vollendet und ich habe Glaube behalten. Ich habe Glaube bewahrt. Ja, wenn du festhaltet bis am Ende deiner Zeit oder so lange, bis der Herr kommt und dich abholt, wenn du nicht loslässt von deinen Herrn, sondern ihm vertraust und an ihn glaubst und ihm folgst, dann gehört dieses Reden für dich. Mach den Weg frei. Denn die Kinder des Allerhöchsten kommen. Und fülle mit Freude an Gedanke. Ich bin erfüllt mit Freude und Kraft, weil ich weiß, das Wort Gottes stimmt. Und ich weiß, diese Sätze werden wir eines Tages hören. Geht ein zur Herrlichkeit eures Vaters. Puh. Baudebe, habe Verheißung. Was für ein Wort. Platz wird für uns gemacht. Darum, liebes Herz, Mopemopral, Geschwister, Marie kennt bloß fest ab Jesus. Mamo kennt nicht los. Egal wie schwierig es ist, haltet fest an Christus. Lasst nicht los. Wir haben den Lauf noch nicht vollendet. Ja, mit genau. Ich weiß, ich spreche immer wieder die gleichen Sätze. Aber es ist nun mal das, was in meinen Herzen ist. Ich muss euch sagen, ich soll euch sagen, wir müssen weitergehen.
Wir müssen festhalten in alle Bedrängnis. Wir müssen durchhalten, gehorsam sein, den Glauben nicht verlieren, sondern auf den Herrn schauen, zum Ziel gucken, auf das Zukünftige. Darum lasst uns weitermachen, Geschwister. Damit wir eines Tages in Anspruch nehmen können, in Besitz nehmen können, was von Jesu Hand für uns gebaut worden ist. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Ich denke, ich werde jetzt auch hier anhalten. Ich denke, es wurde genug gesagt. Ich denke, es wurde hiermit genug gesagt. Ich will noch einen Satz sagen. Es steht auch in die Offenbarung. Wer überwindet, darf sich mit mir auf meinen Thron setzen. Ja, der Herr verheißt uns eine wunderbare Zeit. Wer überwindet, so lasst uns überwinden und festhalten. Und lasst uns Freude daran haben, dass wir Kinder des Allerhöchsten geworden sind. Lasst uns Freude daran haben, dass unser Name geschrieben steht im Buch des Lebens. Lasst uns Freude daran haben, dass wir zu Christus gehören. Amen. Amen. Preist den Herrn, Geschwister. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich gerne beten. Ich möchte für alle Gebetsanliegen beten. Ich möchte dafür beten, dass Menschen sich Christus wieder nähern und wirklich ganze Sache mit den Herrn machen. Ich möchte beten dafür, damit der Herr dir zu Hilfe kommt. Ich möchte beten dafür, dass der Herr dir ein anderes Herz schenkt, ein fleischliches Herz. Die Bibel redet davon, von einem steinernes Herz. Und redet davon, dass der Herr es ändern will und uns ein neues Herz geben will und einen neuen Geist, seinen Heiligen Geist, damit wir an ihn glauben und ihm folgen. Amen. Lasst uns nochmal ein Lied dabei hören und ich will dann für alle Gebetsanliegen, ich werde jetzt nicht alle mit Namen benennen, aber die ganzen Gebetsanliegen, was jetzt in unser Chat ist, ja, dafür will ich beten. Der Herr weiß, wer gemeint ist. Tamare Zede Naslinge. Mare Geschwister von Dural. Kamar für Betrasfia lauter. Anulab von Jesus. Und es ist nicht zu viel, hier nicht zu gut. Es ist nicht zu viel. Warum? Weil Jesus hat die Macht. Er hat viel Macht, wie der Mensch denkt. Und darum beten wir jetzt für unsere Kranken, für unsere Geschwister, für Menschen, die Christus noch nicht gefunden haben, und auch für uns selbst. Im Namen Jesus. Hör da nochmal, ich passe nicht Gili mehr, ne? Halleluja. Vater, Herr. Wir loben und preisen Rautiere, Heiligen Lab. Ja, Vater, Herr, ich lobe und preise deinen heiligen Namen. Ich danke dir jetzt, dass ich hier sein kann, Herr, und mit Geschwister beten darf. Herr, wir wollen unsere Kranken vor dir bringen, Herr. Du hast die Hände gesehen, du hast die Herzen gesehen. Du kennst unser Anliegen, Herr. Du weißt, um was wir bitten. Herr, und wir bitten jetzt, Herr, für unsere Kranken, Herr, für unsere Menschen, Herr, für unsere Geschwister von nah und fern, Herr, für unser eigenes Anliegen, Herr, und auch für Menschen, die dich noch nicht gefunden haben, Herr. Herr, schenke Heilung an Leib, Geist und Seele, Herr. Mangaudus anulab von du Jesus, Herr. Ich erbitte es im Namen Jesus, Herr. Und ich bitte auch, Herr, für unsere Geschwister, Herr, von nah und fern, Herr, die vielleicht leben jetzt im Bedrängnis, Herr, die schwach geworden sind, Herr, die leiden müssen, Herr. Stehe ihnen bei. Helf ihnen, Herr. Mangaut, und ich bitte dich im Namen Jesus Christus von Nazareth um Hilfe, Herr. Merakaus Segen, Pralendivi. Ich spreche Segen über sie aus in den Namen Jesus Christus von Nazareth, Herr. Herr, und ich danke dir, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, Herr. Herr, alle Menschen, die jetzt dich noch nicht gefunden haben, die vielleicht geschwach geworden sind im Glauben, Herr, stärke auch sie, Herr, an Leib, Geist und Seele, Herr. Schenk ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist, ja, deinen heiligen Geist, Herr, auf dass sie bestehen können vor dir, auf dass sie Entscheidungen treffen, die ihr Leben verändern, ja, dich annehmen, Herr. Auch hart, Herr.
Mama, behilfe, Mangatut, Herr. Du kämen, Herr, du siehst uns, Herr. Du siehst uns, was wir brauchen, Herr. Ich spreche Segen aus, Heilung aus. Für alle, die jetzt ihre Hilfe von Christus erwarten. Die in vertrauendem Glauben den Namen Jesus Christus anrufen. Und wir sagen Danke, Herr, weil wir glauben an dein heiliges Wort, Herr. Und dass du ein Gott bist, der gerne hilft. Und darum sagen wir Danke, Herr. Für all das, was du getan hast, tust und noch tun wirst. In den Namen, den der Vater uns gegeben hat. Jesus Christus von Nazareth. Hab Dank, Herr. Amen. Wir sind zum Ende gekommen. Ich will dir noch sagen, halte fest an Christus. Lass dir die Freude nicht rauben, du hast Grund zur Freude, denn du bist ein Kind des Allerhöchsten geworden. Du bist ein Königskind. Und das sollte ständig dein Antrieb sein. Das sollte dich ständig bewegen, weiterzumachen. Hör nicht auf, den Weg zu gehen. Halte an Christus fest und an seine Verheißungen. Denn alles, was er versprochen hat, trifft für dich ein, wenn du ein Kind des Allerhöchsten bist. Der Herr segne dich und segne deine Familie. Amen.